Wenn es dir nicht gut geht, dann bedenke mal eines. Du wirst niemals heilen, wenn du vorgibst, nicht verletzt worden zu sein. Das heißt, das Wichtigste für jeden Heilungsprozess ist es einmal, zuzugeben, ich bin verletzt. Du hast mir wehgetan oder ich habe mir wehgetan, eine Situation hat mir wehgetan, was es auch immer sein mag. Aber es braucht genau diese Erkenntnis, dass der Heilungsprozess für dich wirklich beginnen kann. Das wäre genauso, wie wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, da eine Schnittwunde habe und die ganze Zeit drauf halt, die blutet wahnsinnig, ja, und so tue, als ob ich hier keine Schnittwunde habe, weil wenn ich nicht hinschaue, dann sieht man es eh nicht. Aber das Blut tropft trotzdem, die Wunde wird größer, wird sich infizieren und wird immer schlimmer werden. Also in dem Fall ist es wirklich wichtig, schaut's hin, ich weiß, das tut am Anfang einmal sauweh, ja, aber genau diesen Schmerz braucht's, damit ihr auch in die Heilung gehen könnt, damit ihr weiter im Leben gehen könnt.